Jungfrau, ich begrüße dich ganz herzlich zu deiner Legung in Sachen Liebe für die Monate September und Oktober. Ich ziehe eine Karte aus dem Deck Weisheitskarten der Seele und schaue mal, welche Hauptenergie du so hast. Und da hat sich jetzt auch eine gezeigt. Wir haben den goldenen Palast, da gehe ich gleich näher drauf ein, sage jetzt aber erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf diese Karte eingegangen bin, ziehe ich eine Neunerlegung aus dem Tarot, kläre, was ich gerne klären möchte mit dem Lenormand und ziehe dann noch drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine Karte für deine Beziehungsenergie, eine für die Beziehungsenergie an sich und eine für dein Gegenüber. Auf die Karte deines Gegenübers gehe ich in der weiterführenden Legung ein, lege das keltische Kreuz drumherum, schaue also, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Den Link dazu findest du in der Infobox. In der Infobox findest du außerdem unter anderem den Link zu den Kanalmitgliedschaften und zu den privaten Legungen. So, meine liebe Jungfrau, dann wollen wir mal. Du guckst, dass du dich einfach zurücklehnst, in eine entspannte Position kommst und schaust, inwieweit das Ganze hier deins ist oder nicht. Kannst eine ganz gute Selbstanbindung auch mit einem ruhigen Atemfluss in Richtung Bauch unterstützen, der dich aber nicht stresst. Der goldene Palast hat immer irgendwas mit Selbstwert zu tun. Also in ganz, ganz vielen Fällen haben wir hier ein Selbstwertthema oder auch etwas Schönes, was hier ist. Ich spüre mich einmal rein. Ich habe das Gefühl, dass du gerade sehr abgegrenzt bist und dass du dich sehr wohl in diesem Abgegrenztsein fühlst, dass du in einer unglaublich guten Anbindung bist an dich, zu deinem Selbstwert. Energetisch gesehen sitzt der im Unterleib, ist da so eine Kugel. Musst du nicht nur da spüren. Das war jetzt eine kleine Nebengeschichte. Musst du nicht nur da spüren, kannst du auch irgendwo anders spüren. Guck, was dich jetzt hier anspricht. Aber hier ist ein sich selbst unglaublich gut wahrnehmen, unglaublich gut spüren. Und ich habe das Gefühl, eine wirklich sehr gesunde Distanz nach außen zu haben, was überhaupt nicht heißt, dass du nicht in einer Beziehung vielleicht sogar bist, sondern das hier, dieses Gefühl, ist die Grundlage einer gesunden Beziehung. Ein gesundes Sich-Spüren. Meine eigenen Grenzen achten und die des anderen achten. Ne? Das ist ganz wichtig, das ist gesunde Beziehung. Hier haben wir eine ähnliche, von der Grundbedeutung her, eine ähnliche Energie als eine ähnliche Hauptenergie der Neunerlegung, wie die grundsätzliche Hauptenergie der Legung. Der Eremit spricht auch von einer Innenschau, einer Insichtkehr, ein In-sich-Sein. Auch mal Antworten auf Fragen in sich selbst suchen und finden. Genau, aber was es genau heißt, werden wir sehen. Ich lege jetzt die komplette Legung aus und dann komme ich in die Deutung. Die erste Karte der oberen Reihe ist der Narr. Die obere Reihe ist eine Entwicklung oder emotionale Dynamik aus der Vergangenheit. Der Narr hat sich von etwas verabschiedet, von etwas Altem verabschiedet, etwas Neues noch nicht angefangen. Ist erstmal in so einer Art freier Zwischenzone. Dann haben wir die Neun der Stäbe. Neun der Stäbe stehen dafür, dass man etwas sorgenvoll nach außen guckt, hat ein bisschen Sorge, verletzt zu werden auf eine bestimmte Art und Weise. Man ist da ein bisschen vorsichtig, manchmal auch ein bisschen mehr. Dann haben wir die Acht der Schwerter, eine Art Gedankengefängnis, in dem man drin sein kann, wie hier oben, aber nicht muss. Da kann man auch einen Weg rausfinden. Man kann sich sehr gefangen fühlen, das Gefühl haben, nicht weit nach links und rechts gehen und gucken zu können, aus irgendwelchen Gründen, und man kann da aber eben auch den Weg rausfinden. Dann haben wir die erste Karte der präsenten Reihe, der mittleren Reihe, die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe kann für dich stehen, kann für wen anders stehen, kann für Männlein stehen, kann für Weiblein stehen. Königin der Stäbe ist eine Person, die ja auch mal impulsiv ist, aber auch auf positive Art und Weise. Eine Impulsivität wird
hierzulande da schon immer, hat schon fast einen Negativ-Touch. Ich würde mal sagen, ein gesundes Feuer, eine gesunde Energie kann die haben, die die auch nach außen gibt. Dann haben wir das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals, das sich weiterdreht oder weiterdrehen möchte. Dann haben wir die erste Karte der potenziellen Weiterentwicklung. Die erste Karte der letzten Reihe. Die letzte Reihe ist die potenzielle Weiterentwicklung. Da haben wir die 7 der Kelche. 7 der Kelche für entweder die Qual der Wahl oder ich habe mich doch eben schon entschieden und weiß, wohin mein Weg geht. Der Entscheidungsfindungsprozess ist abgeschlossen. Ne, Entscheidungen wachsen organisch. Die kann ich nicht immer ad hoc herbeirufen, sondern eine Entscheidung braucht seine Zeit, bis sie getroffen ist. Dann haben wir die 2 der Kelche. Die 2 der Kelche für Beziehung auf Augenhöhe. Und dann haben wir das Ass der Kelche. Die Chance auf einen emotionalen Neubeginn. Ein emotionaler Neustart, aber auch die mal die Gelegenheit nutzen oder beziehungsweise sich dafür entscheiden, Dinge, die man vielleicht bis jetzt sehr verkopft angegangen ist, auf emotionale Art und Weise anzugehen. So, ich gehe als erstes in die Hauptenergie mit dem Eremiten, spüre mich da rein und ziehe auch gleich 2 Lenormand-Karten dazu. Hier ist auch die gleiche Energie. Ne? Die sind schon, da ist das Gleiche mit diesen beiden Karten repräsentiert. Es ist ein gutes in sich verbunden sein. Ich nehme das auch sehr im unteren Teil des Körpers wahr. Tatsächlich, der Kopf ist relativ frei. Das wird er auch, wenn man sich anders mit der Welt verbindet als über Kontrolle und Kopf. Dann macht der Kopf nicht mehr viel, außer über das Wichtigste nachdenken. Und ansonsten hat man vielleicht nette Bilder im Kopf. Ich habe hier das Gefühl, dass es schon, dass viel gesagt ist und auch viel, viel Erdung irgendwie da ist. Ich ziehe mal 2 Karten dazu. Kann sie schon beide. Wir haben hier einmal den Park. Der kann für Freunde, Verwandte, Bekannte die Öffentlichkeit stehen, das Umfeld, aber auch mal für direkten Kontakt zu jemandem. Und dann haben wir den Klee. Ich habe das Gefühl, dass du, also mit dem Klee sofort, dass dir das Leben nicht mehr zu viel ist, dass dir, ich muss gleich nochmal in den Park spüren, was damit genau gemeint ist, aber dass etwas nach unten gesackt ist, nach unten gerutscht ist, etwas, was du vielleicht immer auf dir drauf gefühlt hattest, wo es ja dann eher ein bisschen viel ist und auch mal runterdrücken kann. Und hier ist mit dem Klee ganz stark das Gefühl, dass du das Gefühl hast, die Dinge handeln zu können, dass die dich auch nicht mehr überfordern und du kompetent fürs Leben, für die Sachen bist. So, was auch wieder ne, für dieses Erdungsgefühl in dieser Legung hier spricht. Jetzt muss ich aber nochmal in den Park reinspüren. Also der Park umfasst für mich letztendlich dein Beziehungsgeflecht. Dein Beziehungsgeflecht insbesondere, sowohl zu einem potenziellen Gegenüber als auch zu anderen Leuten. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie viel getan, viel gelöst. Und du hast die Dinge an die richtige Stelle gerückt. Wir kommen gleich noch in der potenziellen Weiterentwicklung zu den 2 der Kelchen. Das spricht auch, ist eine Karte, die für Beziehungen auf Augenhöhe steht. Und das ist aber das, was ich hier letztendlich auch schon wahrnehme. Ich komme mit den anderen auf Augenhöhe. Sie überfordern mich nicht mehr. Sie stehen auch nicht mehr über mir. Ne? Vor meinem inneren Auge. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir lassen das erstmal so und werden gleich noch mehr sehen. Wir haben den Narren, die 9 der Stäbe und die 8 der Schwerter in der
Entwicklung emotionalen Dynamik aus der Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, mit dem Narren hast du dich von etwas getrennt, was dich auch traurig gemacht hat. Es ist auf jeden Fall, beziehungsweise ist da irgendwie Trauer mit bei, was bei einem Abschied grundsätzlich ja auch mal so ist. Aber mein Gefühl ist, dass du gegebenenfalls sehr lange Zeit in einer Lebenssituation warst, in der es dir nicht gut ging, aber du das gar nicht zulassen konntest, weil du aus anderen Gründen diese Beziehung oder was auch immer, der doch wird eine Beziehung sein, ne? Aufrechterhalten hast, können auch Beziehungsmuster sein. Es muss keine, muss ich nochmal dazu sagen, keine konkrete Beziehung sein. Es können auch einfach so und so, auf die Art und Weise bin ich immer Beziehungen eingegangen, weil das habe ich ja, habe ich mal so gelernt, dass man das so macht. Und hier ist ein Rauskommen aus diesem Muster und mit diesem Rauskommen darfst du deine Trauer zulassen. Oder vielleicht würdest du es nicht als Trauer bezeichnen, aber irgendwie hier haben wir einmal das Herz für die Liebe, für die Herzensangelegenheiten, aber bei mir kommt einfach dieses Gefühl mit. Und dann haben wir den Hund. Für Selbstliebe kann der stehen, für Loyalität, aber auch mal für an etwas festhalten. Doch da kommt auch Trauer mit. Das Herz, das ist dein unglaublich wunderschönes eigenes Gefühl, ein eigener Gefühlskörper, der deiner ist. Und mit dem Hund ist eine unglaublich starke Verbindung. Das geht hier in Richtung Selbstanbindung, Selbstliebe, die Verbundenheit mit sich selber, der Hund. Du hast das erkannt und bist dabei geblieben. Das ist mein Gefühl. Und ich glaube, es kam vielleicht viel Trauer mit, zu erkennen, dass du das lange, lange Zeit für dich so nicht zugelassen hast. Ja. Hier kann schon tatsächlich auch eine andere Person mit drin sein, die das in dir hervorgeholt hat. Dieses Gefühl und die dafür gesorgt hat, dass in der Vergangenheit Prozesse stattgefunden haben, dass du überhaupt in diesen Zustand gekommen bist. Ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal weiter. Wir haben die 9 der Stäbe. Die 9 der Stäbe. Ist für mich eine Rückschau ein bisschen. Eine Rückschau, ein Verstehen, was passiert ist. Ist auch wieder Trauer mit drin. Kann auch ein bisschen Mitgefühl mit sich selbst drin sein. Das tut mir weh, mich in der Vergangenheit so und so zu sehen. Hier haben wir den Sarg für tiefe Transformation, tiefe Heilung, tiefen Wandel. Auch mal Türchen schließen sich, alte, neue Türchen öffnen sich. Und dann haben wir den Baum. Und der Baum bist wieder du. Du hast dich aus einer alten Lebensrealität getrennt. Hier schon mit dem Narren, ne? Da haben vorher schon Prozesse stattgefunden. Du hast dich aus einer alten Lebensrealität getrennt. Du guckst darauf zurück und grenzt dich aber auch schon ab. Aber es ist schon noch schwer. Der Baum ist wieder deins. Der fühlt sich sehr stark wie das Herz an. Das ist eine innere Mitte, ein inneres Ich-Gefühl. Und da sind wir wieder bei dem Selbstwert. Der Selbstwert ist eine bestimmte Form des Ich-Gefühls. Wir haben unterschiedliche. Ich kann jetzt auf gar keinen Fall alle Aspekte nennen, weil ich das auch selber nicht weiß. Ich weiß aber auf jeden Fall, der Selbstwert und auch im Solarplexus haben wir ein sehr starkes Ich-Gefühl. Natürlich auch im Herzen und letztendlich auch überall. Aber das sind schon so prägnante Ich-Instanzen. Und ich habe hier das Gefühl, dass da ein
etwas ist, was dich, was auch deinen Bauchraum, wenn ich es mal körperlich benennen möchte, sehr mit dir selber ausfüllt. Ist auch spannend, das ist in einigen Legungen. Das ist jetzt die letzte Sternzeichenlegung, die ich mache, und das ist tatsächlich in diversen Legungen gerade das Thema, den eigenen Raum auszufüllen, sich selbst zu spüren, sich mit sich selbst zu füllen. Und bei dir nehme ich das hier in der Vergangenheit auch so wahr, dass das dein Prozess war. Zeitlich musst du immer schauen, wo du stehst. Das Wichtigste ist, dass du mit dem Ganzen überhaupt resonierst. Das kann zeitlich aber auch ein bisschen verschoben sein bei dir, als so wie ich es lege. Da schau einfach, wie es passt. Dann haben wir die Acht der Schwerter. Ich nehme dich mit den Acht der Schwertern sehr gewachsen wahr. Ich nehme dich hier nicht in dem Zustand wahr, dass du da noch völlig nicht nach links und nicht nach rechts gucken kannst und das Gefühl hast, nicht frei fühlen zu können, sondern mit den Acht der Schwertern ist wie ein wohlwollendes Zurückblicken können. Die Acht der Schwerter sind eine Stufe weiter als die Neun der Stäbe. Hier geht man noch ein bisschen in Schutz und hier ist es schon, habe ich das Gefühl, ist das Ganze schon viel gesettelter, das Gefühl. Und an der Stelle warst du schon sehr raus aus diesem Muster. So, dann kommen wir mal zu der Königin der Stäbe, dem Eremiten und dem Rat des Schicksals. Zur präsenten Reihe. Ich muss mal in die Königin der Stäbe auch spüren, wem die Energie gehört. Deine Energie ist ganz klar deine Energie, auch egal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Das ist, wenn du mit der Legung in Resonanz gehst, ist das hier deine Karte. Und ich nehme hier bei der Königin der Stäbe, die ja eigentlich schon auch für Impulsivität, also auch Positives in seiner Lebenslust, Leidenschaft, Energie stehen, in seinem Feuer stehen, steht nämlich hier aber wahr, dass da eine große Ruhe mit drin ist, auch eine große Erdung und sehr, sehr viel Energie aber da ist. Du deine Lebensenergie eigentlich, ich glaube, du bist sie so richtig am Entzünden. Das trifft es am meisten. Du bist deine Lebensenergie so richtig mit der Königin der Stäbe am Entzünden. Der Eremit, die Hauptenergie, da hatte ich ja schon einiges zu gesagt, die Dinge, die ich vielleicht mal als sehr groß und sehr schwer gesehen habe, die wären klein. Ach, und da ist total wichtig, einfach nur einen Zusammenhang zu verstehen, wenn ich meine Lebensenergie nicht zulasse, das ist ein Feuer von unten, was mich in meiner Stabilität hält und was dafür sorgt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass mich etwas runterdrückt. Je mehr die Lebensenergie raus ist, je mehr werde ich von oben runtergedrückt. Das ist ein Hauptaspekt bei Depressionen. Depression besteht aus mehr, aber das ist eine Grunddynamik von Depressionen, dass man diese Lebensenergie nicht bis ganz zu Ende fließen lässt. Von unten nach oben und das andere auch von sich weghält, sich gesund abgrenzt. Und hier, das ist einfach nur spannend und weil das hier einfach genau der Zusammenhang ist, wollte ich das jetzt nochmal dazu sagen, weil das nämlich so ist, wenn ich das dann wieder zulasse, dann geht das, was vorher auf mir drauf gesessen hat, dann bringe ich das wieder in die richtige Position und in die richtige Höhe. Ne? Wenn ich mich klein mache, fliegt alles auf mich drauf. Wenn ich mich wieder groß mache und mich fühle und die Energie in mir spüre, dann kann das andere neben mir stehen und dann kann ich da relativ gleichwertig und straight in die Augen gucken. Das einfach dazu. Ne? Hier zum Eremiten hatten wir schon gesagt, da fällt viel wieder, kommt in die, auf die richtige Höhe. Dann haben wir das Rad des Schicksals. Hm.
Ja, ich habe das Gefühl, das darf sich einfach weiterdrehen. Du bist so weit, dass etwas weitergehen kann. Und das ist etwas, was bis jetzt noch gar nicht weitergehen konnte, weil du noch nicht bereit warst. Du hast innerlich das Go noch nicht gegeben. Wir haben einmal die Schlange für Verwicklungen, Verstrickungen. Und dann haben wir das Kind. Das kann für einen Neubeginn stehen, das kann für einen inneren Kindanteil stehen, das kann auch für ein echtes Kind stehen. Und das Kind steht für Neubeginn, und das ist das, was ich hier gesagt habe, es will weitergehen. Die Schlange, die spielt immer weniger eine Rolle. Die Schlange steht für das, wie du dich hier oben noch gefühlt hast. Und du sagst, hey, nee. Nee, ich möchte das nicht mehr. Schlange versus das Neue, das Alte versus das Neue. Und beim Rat des Schicksals geht es ganz klar darum, das Go für das Neue zu geben. So sehr ich mir eine bestimmte Lebenssituation vielleicht viele Jahre gewünscht habe oder einen bestimmten Partner viele Jahre gewünscht habe, solange und ich spreche jetzt für die Reihe da oben, in einem bestimmten Muster bin, in Schwierigkeiten bin oder insbesondere noch weiter vorne, hier bist du ja schon gut in die Prozesse gekommen, würde das nicht schön werden und würde das auch nicht werden. Und wir leben heute in einer Zeit, in der wir einfach Beziehungen vorgesetzt kriegen, die uns spiegeln, die wenig in Konventionen sind, wo man wenig sagt, das und das ist aber in der Beziehung so und das muss aber so sein, was ja auch keinem gerecht wird, sondern die knallhart einfach spiegeln und einem zeigen, pass mal auf, so und so wird es einfach nichts. Und man muss sich weiterentwickeln und irgendwann ist der Punkt, da ist man so weit. Und ich habe das Gefühl, so ein Schritt ist hier passiert. Du hast innerlich das Go gegeben und es musste einen wahrscheinlich harten und langen Prozess im Vorhinein geben. Die potenzielle Weiterentwicklung mit den 7 der Kelchen, den 2 der Kelchen und dem Ass der Kelche. Die 7 der Kelche sind ein Ich entscheide. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt um eine Entscheidung, also natürlich geht es um eine Entscheidung, aber es ist ein Ich entscheide selber. Ich bin mächtig. Ich muss nicht irgendwen anders entscheiden lassen. Wir haben die Mäuse für Ängste, Sorgen, Verluste können die stehen. Und dann haben wir das Buch für Verborgenes oder Wissen oder mal ein neues Kapitel, was sich öffnen möchte, ein neues Lebenskapitel, was geschrieben werden möchte, ein altes, was ich schließen möchte. So. Kleinen Moment. Also, ich habe bei den Karten ein Ich halte mich nicht mehr klein. Die Mäuse ist ein Kleinhalten, was du mal gemacht hast. Ein in der Ohnmacht halten, ein sich nicht richtig raustrauen, ne? Lebensenergie im Keller, lassen wir auch nicht hoch, Tür ist geschlossen. Und das ändert sich hier. Dieses Buch ist dein Buch und da ist ganz viel. Ganz viel hinter dieser Karte ist unglaublich viel Energie, ist unglaublich viel Kraft. Und du schreibst das Buch, du öffnest das Buch. Das ist auch das, was bei den 7 der Kelchen steht. Du entscheidest aus deiner vollen Kraft, aus deiner vollen Macht und aus deinem vollen Gefühl raus. Und das ist deins. Und es entscheidet niemand anders. Ein Ich halte mich klein hört auf, weil das Buch Krawumms geöffnet werden möchte. Das ist deins. Die 2 der Kelche. Und so bist du imstande, dein Part in einer Beziehung auf Augenhöhe einnehmen zu können. Du entscheidest in dieser Beziehung, ganz einfache Kiste, für dich und der andere entscheidet für sich und man kann die Grenzen wahren. Man kann den anderen so lassen. Man kann den versuchen zu verstehen und wenn man sich liebt, findet man auch einen Weg,
sage ich jetzt mal einfach so. Und hier ist total wichtig in dieser Reihe ist der Aspekt, dass du selber deinen Raum in dieser Beziehung auch wirklich einnimmst. Und es kann sein, dass das hier noch nicht in 3D ist, dass das erstmal was Emotionales ist, was stattfindet, dass du in dir spürst, diesen Raum einnehmen zu können und den schon mal energetisch einnimmst. Und der Rest kann dann auch von alleine kommen. Aber das ist ganz wichtig. Ich entscheide und ich nehme den Raum ein. Das Ass der Kelche. Habe ich erstmal ein sehr harmonisches Gefühl drüber. Ich ziehe mal zwei Karten dazu. Fallen auch gleich. Wir haben die Fische und wir haben die Ruten. Die Fische stehen für Gefühle. Auch mal kann auch mal ein Mensch mit hinterstehen, der einem sehr wichtig ist. Und die Ruten für ein in die Prozesse gehen, ein in die Auseinandersetzung mit einer Dynamik gehen. Du bist in der Ruhe deines Gefühls und in der Ruhe deines Gefühls gehst du deine weiteren Wege, was auch immer kommt, aber du gehst hier auf Grundlage, auf emotionaler Grundlage weiter. Und eine Sache, die ich zur Grundbedeutung dieser Karte gesagt habe. Es geht nämlich manchmal darum, dass man merkt oder dass man in sich umschwenkt von ich gehe immer total rational mit allen Sachen um und bin in der Kontrolle und so weiter und so fort. Und man merkt irgendwann, okay, nee, das ist ja für mich gar nicht mehr dran. Man entwickelt sich weiter und man fängt an, die Dinge aus dem Emotionalkörper raus anzugehen. Und das ist das, was hier passiert. Du gehst auf Grundlage deiner Gefühle die weiteren Wege und hast da auch deine Ruhe und deinen Frieden drüber. So, meine liebe Jungfrau, eine Karte aus dem Aspekte-Karten-Set. Für dich, welcher Persönlichkeitsaspekt ist jetzt für dich wichtig, dass du ihn dir auf deinem Heilungsweg, auf dem Weg, den du hier gehst, weiter anguckst? Wir haben die Kreativität. Schau mal, was das mit dir macht. Ich ziehe drei Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber. Eine für deine Beziehungsenergie. Da haben wir die 7 der Schwerter, ein nicht ganz transparentes Handeln. Dann kommen wir zum nächsten. Wir haben das, was zwischen euch ist, die Energie zwischen euch, die 2 der Münzen. 2 der Münzen stehen für 2 Welten, die miteinander, nebeneinander, nicht nebeneinander koexistieren können, sondern die irgendwann integriert werden wollen, wo es dann entweder eine Entscheidung gibt oder man kriegt es alles in sich zusammen. Und dann haben wir auf der Seite deines Gegenübers die Sonne. Die Sonne für Durchbruch, für Erfolg. Jetzt gucken wir erstmal in die 7 der Schwerter und in die 2 der Münzen. Ja, die 7 der Schwerter ist einfach dein Weg, den du gerade für dich gehst, wo du auch vielleicht nicht unbedingt drüber kommunizierst. Ich nehme hier Optimismus wahr, ich nehme hier Zuversicht wahr. Ich sehe auch ein Licht am Ende des Tunnels. So fühlt sich auch deine Legung an, nach diesem Licht am Ende des Tunnels, wo man aber auch schon auf dem Weg, ich finde, ganz, ganz fortgeschritten ist. Genau, das ist deins. Ich mache das ein bisschen für mich. Ich gucke auch auf dich und ich habe dich auch lieb. Aber gerade ist eben so eine Zeit, mich noch nicht so richtig zu präsentieren. Die 2 der Münzen. Die 2 der Münzen ist ein, es kann endlich integriert werden, was integriert werden muss. Das steht auf jeden Fall für dich. Du integrierst ja gerade, du änderst gerade, du merkst, dass es mal Welten gab, die nicht unbedingt miteinander zusammengepasst haben. Und wenn du es auch nur unbewusst gemerkt hast, ich denke, in der Retrospektive ist es gegebenenfalls klarer, wenn du nochmal zurückschaust. Und hier ist ein, okay, und ich kriege es jetzt auch zusammen. Ich kriege das zusammen und kriege das integriert, was integriert werden möchte und integriert werden muss. Und dann komme ich jetzt zu
der Karte deines Gegenübers in der weiterführenden Legung. Lege das keltische Kreuz drumherum, schaue, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wo kommt's her, wo geht's hin und noch einiges mehr und ziehe eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich. Link ist in der Infobox. Freue mich sehr, dass du bis jetzt da warst. Lass mir gern einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat und du das noch nicht getan hast, denn das unterstützt so einen Kanal immer sehr. Dann würde ich sagen, bis entweder gleich oder hoffentlich bald.